Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und heute möchte ich mit dir über die 5 besten Parfums fürs ganze Jahr, die besten Allrounder, die besten All-Year-Around-Düfte sprechen. All-Year-Around-Düfte, das ist ja gerade wirklich so ein Thema. Gestern war es 30 Grad, heute war es 20 Grad, vorgestern hat es geregnet in den Strömen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tragen und was ich anziehen soll. Lass das aber bitte mein Problem sein. Ich möchte dir jetzt nämlich 5 Düfte vorstellen, die du eigentlich das ganze Jahr tragen kannst und die bei mir auch das ganze Jahr in der Rotation drin sind. Anfangen möchte ich mit dem ersten Duft, das ist der Prada L'Homme. Ihr wisst, Prada L'Homme, einer meiner Lieblingsdüfte. Ich erwähne ihn in fast jeder Liste, weil er ist einfach so multifunktional und deswegen muss er auch einfach in dieser Liste auftauchen. Prada L'Homme ist einfach so angenehm, für mich einer der besten Bürodüfte, Statement. Aber unabhängig davon kann man ihn auch super, super gut im Herbst, Winter, Sommer, Frühling bei 30 Grad, bei 20 Grad tragen. Bei hohen Temperaturen musst du da ein bisschen aufpassen. Er hat dann die Tendenz, diese Lavendel sehr zu übersteuern und dann kann es schon mal penetrant werden. Also da reden wir jetzt von irgendwie 6, 7, 8 Sprays oder so. Das kannst du im, ich sag mal, Frühling machen, im Sommer dann eher nicht. Ansonsten aber mit 3, 4 Sprays, ey, vollkommen gut, vollkommen okay mit diesem Duft. Das ist wirklich, also, ich liebe den einfach so. Also deswegen auf jeden Fall bei mir Platz 5. Das ist ein Duft, den du das ganze Jahr tragen kannst. Auf meinem 4. Platz ist ein Duft, der auf meinem Kanal, glaube ich, noch nie vorgestellt wurde, nämlich das ist der Creed Medicine Imperial. Medicine Imperial passt nicht so wirklich in irgendeine Kategorie. Ich höre ganz, ganz oft, dass Leute sagen, das ist für sie wie ein hochwertiges, feines Rasierwasser. Und man kann tatsächlich sagen, dass es so ist. Gepaart wird er einfach so ein bisschen salziges Wasser, so ein bisschen aquatisch, zusammen mit einer Melonennote. Ich rieche ehrlicherweise jetzt nicht so viel Melone, aber sehr viel Frucht. Natürlich alles synthetisch, also Frucht ist da mal relativ, aber so ein bisschen süß, ein bisschen fruchtig, Melone vielleicht mit so ein bisschen Kreativität. Aber alles in allem ein Duft, der extrem multi-einsetzbar ist und trotz der schlechten Silage und trotz der schlechten Haltbarkeit ist es so, dass man ihn einfach immer tragen kann. Also ob du jetzt im Büro bist, ob du zu Hause bist, Wochenende, Alltag, genau wieder dasselbe wie eben bei dem Prada L'Homme kannst du eigentlich immer machen. Wie gesagt, muss man eben nur ein bisschen nachsprühen eventuell. Aber es geht ja jetzt nicht um die haltbarsten Düfte, sondern um die Düfte, die du das ganze Jahr übertragen kannst. Auf meinem 3. Platz ist das Staple von Jean Paul Gaultier, nämlich das Le Male Le Parfum. Ihr wisst, Le Male Le Parfum ist meine Lieblingskonzentration. Vor kurzem war es noch der Le Male. Ich habe mich wieder ein bisschen umgeschwenkt. Das ist bei mir immer so eine Wochensache. Also vor einer Woche wäre das hier das Le Male gewesen. In einer Woche ist es vielleicht Ultramale. Das ist aber auch eigentlich egal. Die Le Male DNA ist super multifunktional einsetzbar. Der Original genauso wie das Le Parfum. Ich finde, Le Parfum ist, weil es nochmal ein bisschen außergewöhnlicher ist, noch multi-einsetzbarer. Also sogar, wenn du ausgehst, da würde ich beim Originalen sagen, okay, eventuell nicht so unbedingt. Aber man muss wirklich sagen, wenn du dieses Parfum hast, hast du eigentlich so, das ist so ein Duft, wo man sagen kann, einer fits all, so one fits all. Du kannst den kaufen und brauchst kein weiteres Parfum. Geht mit vielen Düften so, mit dem ganz besonders. Ich finde, der ist einfach super einsetzbar für jeden. Jedes Altersspektrum kann man eigentlich schon fast sagen. Und auch deswegen wirklich ein Duft, den du in jeder Jahreszeit tragen kannst. Als nächstes auf meinem 2. Platz, da habe ich einen Duft, den ich vor kurzem auch wieder entdeckt habe, nämlich den Prada Luna Rossa Black. Ich habe vor kurzem noch so einen Sport-Hype gehabt, muss aber sagen, dass der Sport doch eher in so eine frühling-sommerliche Richtung geht, was jetzt gerade wirklich perfekt ist. Also wenn du für jetzt gerade einen Duft suchst, ist es eventuell sogar sinnvoller, den Sport zu kaufen. Aber wenn du einen Duft für jede Jahreszeit möchtest und auch für die hohen und niedrigen Temperaturen, ist der Black die bessere Wahl. Er ist ein bisschen gesettelter, er ist nicht so extrovertiert, sage ich mal, wie der Sport, weil der projiziert ordentlich am Anfang und nimmt dann sehr, sehr stark nach. Das ist bei dem hier nicht so sehr. Die Haltbarkeit hier ist relativ gleich. Silage auch. Man riecht ihn selber überhaupt nicht. Wenn ich ihn jetzt aufsprühe, werde ich ihn nach 2 Minuten nicht mehr riechen. Das ist mit der Reihe leider so, eigentlich mit allen, bei dem ganz besonders. Unabhängig davon riechen ihn andere Leute aber sehr, sehr stark. Und er ist durch den Duftcharakter eben so ein bisschen würzig, aber trotzdem eben dieses pudrig, frische, fougère-artige, ist er super einsetzbar, einfach für jeden in jeder Jahreszeit. Und deswegen auf meinem Platz 2. Auf meinem Platz 1 ist ein Duft, der eigentlich auf keiner Liste fehlen darf, was die Top-Jahreszeiten-Düfte angehen, nämlich natürlich der Bleu de Chanel. Meine persönliche Lieblingskonzentration ist das Eau de Toilette. Bei Jeremy ist es so, der präferiert das Eau de Parfum und bei Kai das Parfum. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchtesten. Das bekommt ihr auch quasi in jeder Drogerie, in jeder privaten Parfümerie. Überall steht dieses Parfum rum. Testet es deswegen gerne mal. Ich finde, beim Originalen ist es am sinnvollsten, das zu haben, weil wir einfach eine Zitruskomponente nochmal oben drauf haben. Das heißt, wir haben die typische Bleu de Chanel DNA, die in allen
allen dreien etwa gleich ist. Desto höher du im Preis gehst, also in der Konzentration, desto holziger wird es. Hier ist es noch relativ wenig holzig. Dafür haben wir hier die Zitrus, die dann mit der höheren Konzentration abnimmt. Das heißt, du kannst dir wirklich vorstellen, die Zitrus nimmt ab und die Holz nimmt zu. Quasi mit der DNA, dann weißt du ganz genau, was da passiert. Ist nichts Schlechtes, ist nichts Gutes. Für mich ist einfach diese Eau de Toilette-Variante die beste und multi-einsetzbarste. Für den Sommer eben durch diese schöne Zitrusnote, im Winter eben, da es natürlich immer noch trotzdem holzig ist. Und für mich persönlich ist diese blöde Chanel-DNA auch wirklich, ich sag mal, das Stable, was Parfum angeht. Wenn ich mir moderne Parfums anschaue, wenn ich mir das vorstelle im Kopf, denke ich sofort an diesen blöde Chanel. Das ist für mich moderne Parfümerie. Der einzige Duft, der da so ein bisschen ranreichen könnte, wäre Acqua di Gio Profumo. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich sagen würde, so stelle ich mir moderne Parfümerie vor. Aber blöde Chanel ganz vorne auf Platz 1. Ist nicht ohne Grund der meistverkaufte Duft aus dem Hause Chanel. Bin ich sogar einer der meistverkauften Düfte auf der ganzen Welt, nach wahrscheinlich Acqua di Gio und Dior Sauvage. Mich interessiert jetzt aber ehrlicherweise, was deine Top-Parfums für das ganze Jahr sind, die Top-Allrounder-Parfums, welche Parfums da in deiner Kollektion sind. Das ist auch nur eine Auswahl. Ich glaube, die Liste ist never ending, denn es gibt viele Parfums, die man wirklich immer tragen kann. Aber das sind meine Top 5, die ich wirklich das ganze Jahr übertrage und auch bei denen ich nicht überlege, okay, welches Wetter ist jetzt, sondern da denke ich, ich habe Bock auf zum Beispiel Bleu de Chanel, den nehme ich jetzt einfach. Danke dir fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.